Hallo und willkommen zu diesem Video zum Thema Normalverteilung. Die Normalverteilung ist die wohl wichtigste Wahrscheinlichkeitsverteilung für stetige Zufallsvariablen und wird als Modell oder erste Annäherung für sehr viele Größen in der Praxis verwendet. Und das werden wir uns genau in diesem Video anschauen. Wie wir nämlich für Normalverteilung mit flexiblem Erwartungswert und flexibler Varianz ganz allgemein Wahrscheinlichkeiten bzw. Quantile ausrechnen können. Und das werden wir machen, indem wir die zurückführen auf eine Standardnormalverteilung, wo wir uns in früheren Videos ja schon angeschaut haben, wie wir dafür Wahrscheinlichkeiten und Quantile berechnen können. Formal ist das Ganze hier auf dieser Folie hingeschrieben. Da definieren wir zunächst mal, was das heißt, Normalverteilung. Eine Zufallsvariable x heißt eben normal verteilt, wenn sie diese Parameter μ aus den reellen Zahlen und eine positive Varianz Sigma Quadrat hat mit dieser Dichte hier, die im Prinzip aussieht wie die Dichte der Standardnormalverteilung, aber jetzt eben erweitert wurde um diese Parameter hier. Warum das genau so ausschaut, sage ich gleich noch was dazu. Symbolisch schreibt man dann, x ist verteilt wie, macht man so ein Tilde-Symbol, Normalverteilung mit μ und Sigma Quadrat und es gilt dann eben, der Erwartungswert von x ist μ und die Varianz von x ist Sigma Quadrat. Des Weiteren gilt, wenn ich dann diese Zufallsvariable x standardisiere, indem ich nämlich den Erwartungswert abziehe und somit den Erwartungswert auf 0 verschiebe und dann durch die Standardabweichung dividiere und somit die Skalierung auf 1 normiere, diese Zufallsvariable, die dann entsteht, x minus μ durch Sigma, nennen wir hier z, die hat dann eine Standardnormalverteilung mit Erwartungswert 0 und Varianz 1. Das kann man so schreiben, z ist verteilt wie n01. Und woran das liegt, sehen wir, wenn wir uns die Form dieser Dichte etwas genauer anschauen. Da bekommen wir nämlich hier oben genau x minus μ dividiert durch Sigma zum Quadrat. Also anstatt einfach nur x Quadrat dort stehen zu haben, wie bei der Standardnormalverteilung, haben wir hier x minus μ durch Sigma zum Quadrat stehen. Und somit sieht man genau die Querbeziehung zwischen den Dichten. Und hier unten kommt dann auch die Standardabweichung noch einmal mit dazu. Schauen wir uns also einmal an, wie wir damit in der Praxis wirklich rechnen können. Und das Beispiel, was wir hier aus dem Skriptum genommen haben, ist zum Intelligenzquotient. Der Intelligenzquotient ist eine Maßzahl zum intellektuellen Leistungsvermögen, ganz allgemein, und ist so gebaut, dass er in einer Population mit sehr guter Näherung normal verteilt ist, mit einem Erwartungswert von 100 und Standardabweichung 15. Das heißt, wenn ich mir die Gesamtpopulation anschaue, dann haben die Menschen im Schnitt einen IQ von 100, haben aber eine gewisse Streuung mit eben einer Standardabweichung von 15. Das ist also eine typische Abweichung von 100. Manche Menschen haben einen noch höheren IQ, höher als 100 plus 15 oder niedriger als 100 minus 15, niedriger als 85. Aber viele haben auch eine geringere Streuung, liegen also näher um 100 drumherum. So ist das zu lesen. Und jemand gilt als hochbegabt, wenn der IQ größer ist als 130. Wie groß ist dann der Anteil der Hochbegabten in einer Population? Das wollen wir uns jetzt einmal überlegen. Die Idee dafür ist folgende. Wir haben also folgende Verteilung, eine solche Normalverteilung. Im Zentrum haben wir 100 und eine Streuung von plus minus 15. Und wir haben dann zwei Standardabweichungen bis zur 130 hin. Und wir interessieren uns für die Wahrscheinlichkeitsmasse, die hier oben jenseits der 130 liegt. Die wollen wir bestimmen. Also das hier ist die Verteilung für den IQ und der ist eben normal verteilt mit Erwartungswert 100 und Varianz 15 zum Quadrat. Und das werden wir jetzt eben zurückführen
auf eine Zufallsvariable z, die dann definiert ist als IQ minus 100 durch 15 und die ist dann standardnormal verteilt. Hat im Prinzip die gleiche Form, aber ist dann entsprechend umskaliert. Und wir sehen, dass wir die Wahrscheinlichkeit rechts von der 130 berechnen wollen und das ist nichts anderes als die Wahrscheinlichkeit links von der 130 und damit werden wir jetzt gleich einmal starten. Also, halten wir nochmal fest, die standardisierte Zufallsgröße des IQ ist IQ minus 100 durch 15 und uns interessiert die Wahrscheinlichkeit, dass der IQ größer ist als 130 und das ist 1 minus die Wahrscheinlichkeit für kleiner gleich 130. Und jetzt, um diese Wahrscheinlichkeit hier zu berechnen, müssen wir diese Variable transformieren in unsere standardisierte Zufallsvariable z. Und das können wir machen, indem wir eben auf beiden Seiten dieser Ungleichung, die innerhalb der Wahrscheinlichkeit steht, 100 abziehen und durch 15 dividieren. Dann haben wir da also stehen IQ minus 100 durch 15 soll kleiner gleich sein 130 minus 100 durch 15. Die Ungleichung, an der ändert sich qualitativ nichts, weil wir eben auf beiden Seiten der Ungleichung dieselbe Operation durchgeführt haben. Und hier haben wir jetzt eine Zufallsvariable z stehen, die standardnormal verteilt ist. Rechts das Quantil, das können wir ausrechnen. 130 minus 100 ist 30, dividiert durch 15 ist 2. Das heißt, wir wollen 1 minus die Wahrscheinlichkeit ausrechnen, dass z kleiner gleich 2 ist. Und da müssen wir jetzt also nur in der Verteilungsfunktion der Standardnormalverteilung nachschauen, müssen also 1 minus groß Phi an der Stelle 2 berechnen. Und das ist in etwa 97,7%. Das heißt, 1 minus davon sind in etwa 0,023%. Das ist die Wahrscheinlichkeit, die hier gesucht ist. Ich klicke mich hier noch einmal durch, da haben wir genau das gleiche stehen. Das heißt, die Antwort ist, dass in der gesamten Population etwa 2,3% aller Menschen hochbegabt sind, also einen IQ von größer als 130 haben. Möchte hier noch einmal kurz ergänzen, wie berechnen wir den Wert der Verteilungsfunktion an der Stelle 2. Im Skriptum wird das gemacht durch Nachschlagen in der Tabelle. Das war die erste Tabelle der Normalverteilung und man muss das Quantil da im Rand nachschauen, also die Stelle auf der x-Achse im ersten Rand bzw. zweiten Rand nachschauen und konnte dann im Inneren ablesen. Oder wir können wechseln in unser R und können hier ausrechnen das P-Norm von 2 und bekommen da eben auch diese 97,7%. Und grafisch gehe ich es hier auch noch einmal durch. Ich habe mir die Skizze, die ich vorher handschriftlich gemacht habe, auch auf den Folien nochmal schön dargestellt. Wir haben also die Verteilung für den IQ mit Erwartungswert 100 und Standardabweichung 15. Uns interessiert 130 sozusagen als kritischer Wert. Welcher Anteil liegt jenseits davon? Diese Fläche müssen wir berechnen. Und das können wir machen, indem wir einfach die x-Achse so skalieren, dass wir 100 abziehen und durch 15 dividieren. Dadurch verschieben wir den Erwartungswert auf 0, die Standardabweichung wird auf 1 normiert und das Quantil von 130 wird dann zu 2. Und wir müssen also nur nachschauen, welcher Teil der Wahrscheinlichkeitsmasse liegt links bzw. rechts von der 2. Und das sind genau diese 2,3%. Gut, dann schauen wir noch eine andere Fragestellung an, die uns bei diesem Intelligenzquotienten interessieren könnte, nämlich welchen IQ müsste jemand im Test erreichen, um zu den Top 25% zu gehören? Auch hier ist die Idee, dass wir uns das einmal mit
der Wahrscheinlichkeit für den IQ hinschreiben, was wir suchen. Wir suchen also das Quantil in diesem Fall so, dass die Wahrscheinlichkeit, dass der IQ größer ist, 25% ist. Das heißt, dieses Quantil, hier A genannt, teilt die Wahrscheinlichkeitsverteilung in 75% links und 25% rechts. Mit anderen Worten, wir suchen das 75% Quantil der IQ-Verteilung. Das habe ich auch hier nochmal hingeschrieben und damit können wir dann losstarten. 75% soll die Wahrscheinlichkeit sein, dass der IQ kleiner gleich A ist. Dann wieder auf beiden Seiten der Ungleichung innerhalb der Wahrscheinlichkeit wird 100 abgezogen und durch 15 dividiert. Dadurch bekommen wir also hier so eine standardisierte Zufallsvariable Z heraus. Und für Z können wir dann das 75% Quantil bestimmen. Also A minus 100 durch 15, das was hier rechts steht, das muss genau dem 75% Quantil der Standardnormalverteilung entsprechen und das kann ich also nachschauen in der Quantilfunktion oder in der Tabelle für die Quantile der Normalverteilung und bekomme da 0,6745 und so weiter heraus. Dann muss ich diese Gleichung noch auflösen, muss 15 multiplizieren auf die rechte Seite und 100 dazu addieren, habe ich also 100 plus 15 mal 0,6745 und das ergibt 110 in etwa. Das heißt, mit einem IQ von 110 bin ich von zumindest 110 gehöre ich zu dem oberen Viertel der IQ-Verteilung. Auch hier das Ganze nochmal mit Hilfe einer Skizze dargestellt. Die IQ-Verteilung mit Erwartungswert 100 und Standardabweichung 15. Wir suchen einen Wert, der uns die Verteilung in Anteile von 75% und 25% teilt und dieses A, das wollen wir finden. Und dann können wir wieder skalieren, können 100 abziehen und durch 15 dividieren. Dadurch haben wir hier dann die Standardnormalverteilung mit Erwartungswert 0 und Varianz 1 und unser Quantil wird dadurch zu a minus 100 durch 15. Aber ansonsten bleibt die Form der Verteilung genau gleich. Insbesondere sind weiter links davon 75%, rechts davon 25%. Naja, und bei der Standardnormalverteilung, da kenne ich jetzt aber das 75% Quantil. Das kann man ausrechnen, nachschauen, ist 0,6745. Und dann können wir das Ganze wieder zurückskalieren, können also wieder mal 15 nehmen, um die Varianz wieder aufzupusten, auf 15 zum Quadrat oder die Standardabweichung auf 15 zu bringen und 100 dazu zu addieren, um den Erwartungswert auf 100 zu bringen. Und dann kommen wir hier oben bei einem Quantil an von 100 plus 0,6745 mal 15 und das sind in etwa diese 110. Das heißt, man kann das Ganze auch so lesen, dass wir ausgehen von unserem Erwartungswert von 100 und dann gehen wir 0,6745 Schritte nach rechts und die Schrittlänge, die wir dabei verwenden, ist 15, die Standardabweichung. Das heißt also, wo wir losgehen, der Erwartungswert und wie groß unsere Schritte sind, wird bestimmt durch unsere Verteilung und die Anzahl der Schritte wird bestimmt durch das Quantil der Standardnormalverteilung. Eine letzte Variante dieser Fragestellung, die wir uns in diesem Video noch anschauen wollen, in welchem symmetrischen Intervall um den Erwartungswert liegen 2/3 der Population? Was suchen wir da? Wir suchen also ein Intervall von 100 minus a bis 100 plus a, das 2/3 aller Beobachtungen enthält. Das heißt, 1/3 der Beobachtungen liegt außerhalb, links oder rechts dieses Intervalls. Und das kann ich mir auch so hinschreiben. 2/3 ist die Wahrscheinlichkeit, dass der IQ zwischen diese Schranken fallen soll. Dann wieder der gleiche Trick wie vorher. Auf allen Seiten dieser Ungleichung standardisieren, 100 abziehen, durch 15 dividieren. Dadurch erhalten wir hier eine Standardnormalverteilung und hier ist es besonders einfach. Die 100 fällt dabei weg,
Da haben wir minus a durch 15 bis a durch 15 als Intervall. Und das müssen wir jetzt dann ausrechnen, müssen also hier die entsprechenden Quantile bestimmen und die gleich a durch 15 setzen. Das habe ich auf den Folien auch hier einmal mit den entsprechenden mathematischen Schritten gemacht und man kommt dann drauf, dass a durch 15 in etwa 0,9542 sein muss und damit das a in etwa 14 ergibt. Das schauen wir uns aber lieber auch nochmal anhand der Skizze an. Ich denke, das macht die Rechenschritte viel klarer. Also, wieder unsere IQ-Verteilung, Erwartungswert 100, Standardabweichung 15. Und wir sind jetzt interessiert, ein Intervall zu finden, das zwei Drittel der Beobachtungen enthält. Das heißt also, ein Drittel muss insgesamt links bzw. rechts davon liegen. Und das eine Drittel muss ich zu gleichen Teilen aufteilen, weil die Verteilung symmetrisch ist. Und wir auch ein symmetrisches Intervall um den Erwartungswert drumherum betrachten. Das heißt, wir haben ein Sechstel links vom unteren Ende des Intervalls und ein Sechstel rechts vom oberen Ende des Intervalls. Das heißt, dieses 100 minus a muss das ein Sechstelquantil sein, beziehungsweise 100 plus a muss das 5/6 Quantil sein. Wie rum ich da rechne, ist egal. Dann wieder unser Standardtrick, 100 abziehen und durch 15 dividieren. Dadurch ändert sich nichts an diesem Bild. Die Form der Verteilung bleibt genau gleich. Wir haben weiterhin Wahrscheinlichkeiten von 1 Sechstel, 2 Drittel oder 4 Sechstel und 1 Sechstel. Aber jetzt haben wir den Erwartungswert von 0, die Standardabweichung von 1 und unsere Quantile sind dann geworden zu minus a durch 15 und plus a durch 15. Und n muss jetzt dann, a durch 15 muss jetzt das n 5/6 Quantil sein oder minus a durch 15 muss das n 1/6 Quantil sein. Das kann ich dann wieder in meiner Tabelle oder in meiner Quantilsfunktion nachschauen und ausrechnen. Das ist 0,9542 bzw. minus 0,9542. Und wenn ich also diese Gleichung mit minus 1 durchmultipliziere, dann sehe ich schon, ich habe die gleiche Information rechts und links stehen. Ich muss also nur eine der beiden Schranken des Intervalls ausrechnen, dann kenne ich auch schon die andere. Naja, und um das a dann zu bekommen, muss ich noch mit 15 multiplizieren und meine Schranken sind dann 100 minus a bzw. 100 plus a in etwa 86 und 114. Das heißt also, wir haben zwei Drittel unserer Bevölkerung mit einem IQ von rund minus einer Standardabweichung plus eine Standardabweichung, etwas weniger ist es. Ja, also das Intervall ist nur von 86 bis 114 und enthält zwei Drittel der Gesamtpopulation.